Und hast du den Jordi Quintillà gescoutet, wo noch kommst? Ich habe die Spiele gesehen und ich habe zu allen gesagt, für Jordi, ich glaube, ich habe gesagt, dass es zu gut, um wahr zu sein, dass er muss in Probetraining kommen. Okay. Und er hat das gemacht und dann Alain, nach 10 Minuten, hat mir gesagt, das machen wir. Ja. Nach 10 Minuten, so unglaublich. Heute geht es um das Thema Scouting. Da haben meiner Meinung nach in den letzten paar Jahren zwei Vereine ganz einen speziell guten Job gemacht. Das ist zum einen der IB mit ihrem Chef-Scout Stefan Chapisa. Zum anderen ist das St. Gallen. Und den kennt man den Mann dahinter noch nicht so gut. Er heisst Namdi Agagna und ich kenne ihn noch aus Basler Zeiten. Wegen ihm sind wir heute hier in St. Gallen. Hi. Ciao, Namdi. Alles gut? Ja, bei dir? Sehr gut, danke. Schönes Büro. Ah, danke. Das wird schon immer wichtiger, so Scouting, oder? Ja, also ich habe viel Vorteile, dass ich arbeite für zwei, für Peter und für Alan. Sie haben ganz klar Ideen im Kopf, was sie wollen. Schnelle Spieler, aber vor allem intelligente Spieler. Und für das gehen wir in den Markt, in die Länder, die wir wissen. Es gibt Spieler, das passt zu unserem sportlichen Profil, aber auch finanziell. Das ist auch wichtig. Wir haben 8 Scouts in unserer Abteilung und sind jetzt fast 5 Jahre in dieser Arbeit. Ich weiß jetzt, welche Markt sind für uns am meisten interessant. Und was ist das? Aber was ist wichtiger? Vor Ort den Spieler anschauen oder Videoanalyse? Vor Ort. Für mich vor Ort. Für mich Live-Scouting kannst du nie ersetzen. Du bekommst viel mehr Informationen über die Spieler. Nicht nur, wie er spielt, aber auch charakterlich, auch Persönlichkeit. Du siehst viel. Für mich Warm-up ist für mich ganz wichtig. Ja, ich sehe viel Sachen vom Warm-up. Ja, genau. Das Warm-up ganz wichtig. Wird, wie geht sich einer? Genau, wie genau, integriert die genau. Und wenn du einen Scouting-Bericht machst über einen Spieler, sagen wir über mich früher als Spieler, so es einfach machen. Was steht dort alles drin? Sag dir ein paar Sachen auf dem Bildschirm hier, wie wir das machen. So da kannst du sehen, wohin wir gehen, wir sind gegangen, jedes Wochenende. Deutschland sind wir dorthin, Italien sind wir dorthin, auch Frankreich sind wir dorthin, Österreich, die Schweiz auch, verschiedene Ligen. Gibt es ein Beispiel, darf ich das machen? Ja, schauen wir. Ja, ja, bitte. Ja. Also, da war ich dieses Wochenende in Italien, Popaccia Renate, das ist die C in Italien. Und dort hast du zum Beispiel, das ist der. Die Liste von wer gespielt hat, das System, dann hast du unten hast du dann die Berichte von den Spielern, auch mit den Noten, die ich habe dir gesagt. So 3-3 finde ich, er hat sehr gut ein Spiel gemacht und ich finde, er ist ein Torhüter, das ist auch das Niveau von unserer Torhüter in der Mannschaft momentan. Denn natürlich gibt es ein anderes System, das heißt Y-Scout, ein gutes Tool für Videos. Und du kannst zum Beispiel Jordi Quintilla, also dann kommt ein Video dazu, auch von jeder Pass, der er hat gespielt, vertikal. Ah, okay, dann kommt jedes Ding. Ja? Genau, denn hier hast du von allen geschnittenen Situationen, die du hast. So Vorlage, Zuspiel, Pass, Schuss, egal was du willst. Okay. Aber für mich, das ist gut, aber live anschauen gehen ist immer das Beste. Wie viel bist du unterwegs? Wie viel bist du im Ausland am Spieler anschauen? Ja, also ich bin fast jede Wochenende unterwegs. Ich glaube, in den letzten 5 Jahren habe ich fast 300.000 Kilometer gemacht im Auto. Dann am Montag komme ich zurück, dann muss ich mit Kontakt aufnehmen mit jedem Scout. Dann arbeiten über die Shortlist herarbeiten. Und dann auch arbeiten, wenn eine Frage kommt. Wir brauchen X, was hast du? Du musst immer in Antwort halten. Ja, gut. Ja. Du hättest auch gute Antworten gehabt, aber die. Danke vielmals. Dankeschön, Dankeschön.